Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir mal ganz dringend über Geld reden müssen. Beziehungsweise offizieller Titel dieser Veranstaltung ist How to make money on YouTube. And for our international guests, if you would like a translation, over there, right beside the door, is a table where you can pick up those little translation devices. So feel free to just go over, ask for one, so that you can follow this discussion. Und für den Rest von uns nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass so wahnsinnig viele Leute da sind. In erster Linie müssen wir jetzt mal ganz kurz hier die Diskutanten auf dem Panel einmal vorstellen, damit auch jeder im Bilde ist. Wir beginnen ganz außen. Jens-Uwe Bornemann, Melissa Lee, so jetzt kommt's, Zijen und Florian Mund. Und damit die Position, die jeder Einzelne hier hat, klar wird, haben wir uns überlegt, es ist vielleicht eigentlich ganz hübsch, wenn jeder ganz kurz in so 2 Minuten skizziert, was genau sein Job ist. Wir fangen bei Ihnen an, Herr Bornemann. Also wir waren beim Du, ne? Super. Jens. Ja. Jens-Uwe, bitte. Jens-Uwe, Verzeihung. So viel Zeit noch. Ja, wo fangen wir an? Also der Titel sagt jetzt nicht viel darüber aus, was ich tatsächlich mache. Ich bin seit über 10 Jahren in der Bewegtbildbranche und beschäftige mich seit jeher damit, dass unserer Branche nicht das Gleiche passiert wie der Musikbranche. Sprich, die ganze Zeit fokussiert auf neue Geschäftsmodelle. Wie kann man auf YouTube Geld verdienen oder auch nicht? Wie kann man überhaupt im Bereich Geld verdienen? Und wie können wir so neue Geschäftsfelder aufbauen rund um Online-Video? Das ist in dem Kontext vor 5 Jahren das Uferlab Unternehmen gegründet, was mittlerweile ein digitales Studio ist, in dem wir verschiedene Formate produzieren. Also da konzentrieren wir uns wirklich auf unsere Kernkompetenz, Kreation und Produktion von Bewegtbildformaten für die Gen Y, Gen Z, Millennials, wie man es nennen möchte. Und das aber nicht nur auf YouTube. Wir haben jetzt gerade beispielsweise in Cannes Digital Emmy mit einem Transmedia-Format, Dina Fox, gewonnen, was sehr stark auf den Bereich TV und Online verbinden geht. Wir machen mit Vice die Kooperation Munchies, wo wir ein Joint Venture haben und Food nochmal anders produzieren, professionell. Wir hatten gerade Bild auf der Bühne, das Projekt Behind the Stories, was wir gemeinsam produzieren, aber machen viel auf YouTube auch, wo wir sehr viel investieren. Mit Shooters beispielsweise, wo wir 40 Stunden letztes Jahr produziert haben mit verschiedenen YouTubern, auch mit Melissa unter anderem. Und einfach viel lernen, wie wir uns da aufstellen müssen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Hallo, ich habe mich tot. Kommt gleich. Ah, yeah. Da ist es. ja, ich bin Melissa Lee. Ich bin eigentlich gelernte Modedesignerin, habe einen kleinen Laden mit japanischer Streetstyle-Mode in Berlin und bin durch einen lustigen Zufall Moderatorin bei der UFA geworden, Enter Berlin, und bin dann in diese YouTube-Sache reingerutscht, mehr oder weniger. Und seit einem Jahr, ein bisschen über ein Jahr, habe ich meinen eigenen YouTube-Channel Breeding Unicorns und bastel und erkläre Menschen, wie Basteln funktioniert. Ich bin Xi und arbeite bei TGG in der Strategie. Die Agentur heißt Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Und wir beschäftigen uns mit Social Media, mit digitaler Wandel. Und was mich natürlich am meisten immer interessiert, ist, wie wirkt sich Digitalisierung aus? Das heißt, wir beraten Unternehmen und Marken dabei, sich mit der Digitalisierung zu entwickeln. Und für mich ist ganz spannend, welche Trends ergeben sich daraus? Wie hat sich das auf das Verhalten ausgewirkt von uns allen? Und was bedeutet das generell in den ganzen Kommunikationsprozess? Und wie gestaltet sich der Wandel in der Zukunft? Jetzt du. Ich bin Flo. Hab ich Ton? Noch nicht? Jetzt? Jetzt? Jetzt! Ich bin Flo, ich mache Videos auf YouTube, habe meinen eigenen Kanal mit dem Namen LeFloid jetzt über 5 Jahre und bin das oder habe angefangen und bin eigentlich immer noch das, was man so als den klassischen Videoblogger bezeichnen würde. Wenn wir die Plattform YouTube kurz in ihrer Marktmacht bestärken wollen, können wir uns auf die Zahlen runterrufen, dass wir weltweit mehr als 1 Milliarde Nutzer haben, dass die Anzahl der Stunden, die Nutzer jeden Monat auf YouTube konsumieren, jährlich um 50% im Vergleich zum Vorjahr steigt, dass man über 1 Million Werbetreibende hat, die auf Google, die auf YouTube die Anzeigeplattform nutzen. Es gibt wahnsinnig viele Zahlen, die belegen, dass YouTube auch
eine riesengroße Werbeplattform ist. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, Making Money on YouTube, wie kriege ich denn da Kohle raus, muss man in erster Linie wahrscheinlich erstmal YouTuber sein. Deswegen wäre meine erste Frage eigentlich so ein bisschen zu skizzieren, hauptsächlich Melissa und Flo. Das fing ja irgendwann mal an. Du sagtest gerade, du wurdest da rangeführt. Du hast irgendwann einfach angefangen, hast gedacht, ich mache jetzt Videos und lade die bei YouTube hoch, weil das mein Hobby ist. Ja. Und dann kam irgendwann der Moment, in dem du das erste Mal 1,33 Euro überwiesen bekommen hast. Nee, das passiert so ja schon deshalb nicht, weil YouTube erst ab 70 Euro auszahlt. Ach, schade, okay. Aber ab 17 oder 70? 70. Aber bei mir hat das tatsächlich als komplett reines Hobby, Zeitvertreib, Ablenken vom Studium und Studentenjob, den ich damals noch hatte. Und ich habe dann auf der Gamescom in Köln, als ich da war, von einem guten Kumpel erfahren, dass es jetzt ein Partnerprogramm gäbe, wo man mit den YouTube-Videos Geld verdienen kann. Habe ihm das erstmal so nicht geglaubt, habe das dann gegoogelt, habe das dann tatsächlich rausgefunden, dass das ginge, habe mich beworben, wurde auch prompt abgelehnt. Cool. Und musste dann meine 6 Monate warten, habe es dann nochmal versucht und war plötzlich YouTube-Partner mit Google AdSense und im eigenen Konto, wo ich dann gucken konnte, dass nach einer Woche schon 2,30 Euro drauf waren und habe mich da erstmal nicht weiter, also ich habe mich da ehrlich gesagt nicht weiter drum gekümmert. Also es war noch meilenweit weg von Professionalisierung und auch meilenweit weg von irgendwie dem Gedanken, dass man damit irgendwann mal seinen Lebensunterhalt finanzieren könnte. Aber das Professionalisierung ist ja der wichtige Punkt. Was war der Moment, wo das Ganze professionalisiert wurde? Wurde der aktiv von dir betrieben oder ist das so nebenbei passiert? Naja, ich habe ja, irgendwann stand ich vor dem Gedanken, ich habe jetzt mit YouTube im Monat dasselbe Geld, was ich mit meinem Studentenjob nebenher hatte. Habe aber festgestellt, einfach weil es mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hat, ich mich da auch reingehangen habe und ich dann irgendwann gemerkt habe, so Studium, Job und YouTube, die drei Sachen kriege ich nicht mehr unter einen Hut. Und hatte dann irgendwann die Überlegung, meinen Studentenjob, also ich hätte irgendwann wirklich einfach nur noch stand ich da und habe überlegt, machst du YouTube weiter, verlässt dich irgendwie darauf, inwieweit kann man sich darauf verlassen, machst du deinen Studentenjob weiter, der macht dir zwar nicht unbedingt Spaß, aber der bringt halt auf jeden Fall monatlich irgendwie Geld rein und habe dann aber alles irgendwie so auf die berühmte eine Karte gesetzt und meinen Studentenjob gekündigt und das zur Weihnachtszeit, ich kann den Laden bis heute nicht betreten und habe dann halt nur noch YouTube gemacht. Jens, wenn man den Professionalisierungsmoment eines YouTube-Channels angeht, wie ist das aus eurer Perspektive? Also nimmt man sich einen User und gibt ihm Anleitung dazu, sich zu professionalisieren? Oder nimmt man den in dem Moment, wo man merkt, das wirft schon Geld ab? Also jetzt aus Content-Produktionssicht oder was uns angeht, so die kreative Zusammenarbeit eher anders sehen. Also wie wir generell YouTube sehen, das ist, glaube ich, wichtig. Für uns ist das in erster Linie ein riesen Talentpool. Nachdem es Plattformen wie MTV und Viva nicht mehr gibt, finden wir da gutes, junges Talent vor und hinter der Kamera und gucken jetzt eher, wer talentiert ist und Lust auf etwas hat, zu produzieren, in welche Richtung er gehen muss. Ne? Da muss man wirklich unterscheiden zwischen einer Generation von YouTubern, die durch Zufall Stars geworden sind, die das nie geplant hatten, dann eine neue Generation, die kommt, die das wirklich als Job angeht und ganz klar einen Plan hat, da will ich inhaltlich hin, das muss man halt genau differenzieren. Und wir haben selbst in erster Linie gelernt, dass wir auch unser Selbstverständnis als Produzent ändern müssen. Also auf YouTube sind wir nicht mehr, wir haben Enter und Trigger produziert, die Original Programming Channels von YouTube finanziert, vielen Dank dafür. Da haben wir Geld verdient, nee, haben wir nicht, weil wir es investiert haben gleich, aber da haben wir gelernt, das können wir gar nicht. Ja, das funktioniert anders als Plattform. Da geht es wirklich, es gibt andere, da müssen wir ja zum Coach werden und es muss sehr um die YouTuber selbst herum gestaltet werden, sodass wir jetzt eher sagen, wir helfen ausgewählten YouTubern, die Lust auf eine kreative Zusammenarbeit haben, wo wir selbst auch sagen, da ist ein spannendes kreatives Potenzial, Formate zu produzieren, die sie selbst nicht produzieren können. Wie muss man denn produzieren, damit man erfolgreich produziert? Also gibt es da, habt ihr da Punkte, wo ihr sagt, wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist zumindest die Option da, dass das ein sehr erfolgreicher / finanziell erträglicher Channel wird? Ich glaube, ihr gibt es mal auf dem Penny, können das besser sagen, wie man erfolgreich produziert auf YouTube. Das maßen wir uns nicht an. Ich glaube, wir haben ein bisschen verstanden, wie das Ökosystem funktioniert. Und auch hier kann man, wie im Fernsehen, keinen Hit planen. Und in erster Linie geht es erstmal darum, gutes für uns inhaltliches Format zu machen und das dann im zweiten Rang auch vermarktbar ist.
Und wir haben jetzt, es muss nicht nur auf YouTube vermarktbar sein oder durch einen Sponsor, durch ein Placement, sondern es kann auch sein, dass wir uns spezialisieren, wo wir eigentlich herkommen als Fremantle Media. Wir entwickeln ein Format, was eigentlich um die Welt wandern kann. Ja, das ist wie Idols oder X-Factor oder Got Talent. Da kommen wir eigentlich her und wollen eigentlich jetzt die nächste Stufe auf YouTube mitentwickeln, nämlich wirklich Formate entwickeln, die auch wandern. Ich glaube, wenn wir beim Punkt Professionalisierung sind, greift YouTube natürlich auch auf, also auch in Deutschland auf über 10 Jahre Erfahrungswerte einfach zurück. Und dieses berühmte Google Playbook oder YouTube Playbook ist gar nicht so schlecht, wenn ich mal reinschauen will. Also gerade wenn es um das Ganze rundherum geht, wenn es um beispielsweise grafische Aufarbeitung von einem Kanal geht und so weiter. Aber ich glaube, was für mich der größte Schritt in Richtung Professionalisierung war tatsächlich der Schritt, regelmäßig zu produzieren. Das habe ich nie gemacht vorher, habe das auch nie irgendwie als notwendig empfunden und war dann ziemlich mindblown nach einem Monat, als ich wirklich gemerkt habe, dass wenn das deutsche Gewohnheitstier weiß, an dem und dem Tag kommt das Video raus und sich darauf einmal eingestellt hat, dann ist das plötzlich tatsächlich, dass man einfach merkt, dass die Leute in Anführungsstrichen pünktlich zum Videoerscheinungstermin auch wirklich Abo-Box campen und darauf warten. Und das war, glaube ich, so mein größter Entwicklungsschritt in Sachen Professionalisierung, dass ich gesagt habe, okay, es funktioniert tatsächlich besser mit einer absoluten Regelmäßigkeit. Melissa, an welchem Punkt befindest du dich, wenn man quasi vom ich mache YouTube und irgendwas passiert, auf einmal bin ich, arbeite ich durch Zufall als Moderatorin, bis hin zum, das ist mein Vollzeitjob, ich verdiene damit meinen kompletten Lebensunterhalt. Wo befindest du dich auf dieser Zeitlinie? Es dreht sich gerade so ein bisschen. Bei mir ist es im Moment, würde ich sagen, 50-50. Also ich kann von meiner Mode leben, aber jetzt kommt dieses YouTube-Ding dazu und jetzt habe ich gerade zum Beispiel einen Job unterschrieben, wo ich nicht mehr arbeiten müsste. YouTube würde reichen. Das klingt sehr gut. Genau, YouTube würde reichen. Und gerade wenn wir über professionell sein reden, ist es für mich eher eine Sache, die man als YouTuber lernen muss. Du musst pünktlich sein. Wenn du vorher noch nie in einem anderen Job gearbeitet hast, wie die ganzen jungen Leute, die jetzt alle kommen, du musst pünktlich sein, du musst deinen Text können, du musst wissen, dass du dein Handy am Set ausmachst. Und so eine Sache wusste ich halt schon. Deswegen glaube ich, ist es angenehmer, mit mir zu arbeiten. Und aber was ich auch gemerkt habe, ist, viele denken immer, okay, es muss total high-end produziert sein, die Schärfe muss sitzen, du musst irgendwas anhaben und so. Das ist komplett egal auf YouTube, habe ich die Erfahrung gemacht. Mhm. Es geht darum, dass du vor der Kamera bist und nah an den Leuten bist. Und wenn du das schaffst mit deiner shaky Handkamera, bist du besser als jeder produzierte Content, den dir eine Firma bieten kann. Entschuldigung. Ich. Kommt drauf an, was man machen will. Ja, wobei ich sagen muss, ich fand die Formulierung fand ich gerade super. Ich muss nicht mehr arbeiten, YouTube würde reichen. Das ist, kann ich nicht ganz unterschreiben, weil ich habe mit 2 laufenden Kanälen und dem ganzen Zeug, was ich mache, eine 70-Stunden-Woche. Und das ist auch Arbeit. Das ist also, auf jeden Fall. Irgendwann schwappt das halt, dass man sagt, so vom Hobby, so diese berühmte Frage, wann wird das Hobby zum Job und dann also, wann wird die Passion zur Obsession und so. Das ist ja. Kann man Ewigkeiten drüber rumdiskutieren, aber es ist schon echt viel Arbeit. Bei dem, was Melissa gerade gesagt hat, sie hätte ich mal eine Frage, wenn man aus der Kundensicht kommt, also aus der Sicht des Menschen, der Geld investiert, um sein Produkt auf YouTube in irgendeiner Form zu vermarkten. Könntest du skizzieren, was so die Parameter sind, an denen die meisten Kunden interessiert sind? Also, keine Ahnung, in meiner laienhaften Vorstellung denke ich mir, als Kosmetikproduzent möchte ich natürlich total gerne Mädchen haben, die vor laufender Kamera DM-Tüten auspacken, das reicht mir. Ist das ein bisschen zu einfach gedacht oder ist der Werbekunde dann tatsächlich noch sehr konventionell und steht auf mein Produkt platziert von einer sympathischen Person vor einer Kamera mit am liebsten 10 Millionen Abonnenten? Das ist eine relativ komplexe Frage, die man jetzt nicht einfach so pauschal beantworten kann. Erstens, man kann nicht sagen, das ist so das Geheimrezept, weil das gerade ein Trend ist oder ein Hype ist, weil YouTube gerade gut läuft, dass wir jetzt den Kunden sagen, da müsst ihr sein. Mhm. Es geht immer darum, was möchte der Kunde bzw. was möchte die Marke vermitteln und aussagen. Und was wir da sehen und warum YouTube auch so spannend ist in der Werbebranche, ist, dass es
die klassische Betrachtung eine Marke ändert. Also in der klassischen, im klassischen Verständnis ist es so, man baut eine Marke auf und dann ist es das mystische, diese mystische Welt, die so eine Marke kreiert und dann versucht man der Zielgruppe oder den Leuten, die man ansprechen möchte, dieses Bild zu kommunizieren, zu verkaufen. Und was sich geändert hat, ist, dieses Bild wird nicht mehr nur von Unternehmen und Marken geprägt, sondern dieses Bild prägt, sind soziale Interaktionen und soziale Verbindungen, in der sich die Marke befindet. Mhm. Deshalb wird das für uns, wird dieser Kanal, sage ich mal, spannend, weil das quasi Unternehmen und Marken verändert. Und zu deiner Frage, Parameter, also wirklich sehr schwierig, weil wir natürlich Kunden erstmal immer empfehlen würden, was wollt ihr kommunizieren? Das heißt, welchen Content wollt ihr ausspielen und welche Kanäle sind sinnvoll? Das heißt nicht automatisch, okay, wir sehen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube als Trend und da müsst ihr sein. Und wir müssen auch so ein bisschen Umdenken schaffen, dass YouTube ein sozialer Kanal ist, wo Menschen auch interagieren und nicht nur eine Plattform, um Werbevideos oder irgendwelche produzierten Videos abzuladen und dann ist fertig. Hat gerade bei euch beiden, die ihr Content erstellt, habt ihr das Gefühl, es entwickelt sich gerade rasant Richtung QVC und HSE24 für Menschen mit wackeligen Handkameras? Ich überlege gerade nur, wie ich es richtig formuliere. Da nimm dir ruhig einen Moment. Ich glaube, da ist ein ganz interessanter Ansatz, wie man das sieht, was auch schon gesagt wurde. Und zwar, warum mache ich YouTube? Es ist ja zum Beispiel ein ganz, ganz immenser Unterschied, ob ich beispielsweise YouTube mache, weil ich eine Idee habe, weil ich ein Format umsetzen möchte, weil ich mich ausprobieren möchte und weil ich auch Spaß daran habe und den Leuten irgendwas zeigen, vermitteln möchte, mich irgendwie ausleben möchte. Es gibt eine Million Gründe, YouTube zu machen. Und in den letzten 2 Jahren ist einer dieser Millionen Gründe natürlich auch der geworden, dass Leute sagen, ich gehe jetzt auf diese Plattform, will so schnell wie möglich rich and famous werden, Bitches. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz, als ich jetzt beispielsweise habe oder als viele andere auch haben, weil ich sehe grundsätzlich einen Unterschied darin, ob man Inhalte hat, Formate hat, mit denen man Geld verdient oder ob man partout nur um des Geldverdienen-Willens Dinge produziert und sich auch aufzwingen oder aufdrücken lässt irgendwo. Und da muss ich allerdings auch sagen, wenn ich so höre, so, das ist alles im Wandel und es wird alles kreativer und es muss alles maßgeschneiderter werden, muss ich sagen, also 90% der Angebote, die an mich herangetragen werden durch meine Kontakt-E-Mails und so, sind immer noch unfassbar dumm und plump, die nur darauf abzielen, halt das in die Kamera und sag, wie geil das ist. Und das ist einfach unfassbar schlecht und dämlich. Und jeder, der das tut, hat auch meiner Meinung nach auf der Plattform hoffentlich wenig Erfolg und auch wenig zu suchen, weil ich denke, dass solche Dinge eben nur funktionieren, wenn man endlich die YouTuber von vornherein mit ins Boot holt mit totaler kreativer Freiheit und sich dann irgendwo trifft und sagt, passt das oder passt das nicht, und dass das wirklich eine Art Interaktion auch zwischen beispielsweise Marke und YouTuber wird, weil viele YouTuber ja mittlerweile eben auch wirklich Markenstand einfach haben. Und nur so kann sowas funktionieren, mit einem kreativen Austausch und nicht mit so einem dämlichen, hier Summe X für 30 Sekunden Produkt in Kamera. Das ist geil. Ist das auch was ihr in eurer Talents-Arbeit beobachtet, dass man von vornherein versucht, quasi eine Persönlichkeit, eine On-Air-Persönlichkeit entstehen zu lassen, die im besten Fall einfach mit einer Marke zusammenwächst? Läuft es darauf hinaus? Weil ich meine, um einen erfolgreichen YouTube-Kanal zu betreiben, um davon leben zu können, muss man an irgendeiner Stelle Werbung schalten. Es gibt keine Gebühren, es gibt kein Geld von außen, es muss sich ja irgendwie finanzieren. Also muss man Markenpartner finden. Ist das die Art und Weise, wie ihr da rangeht? Oder seid ihr an manchen Stellen auch Teil der, hier, nimm einfach die Creme, sag, wie geil die ist, das wird schon super. Auch viele Fragen. Also ich glaube, der eine Punkt war richtig,
dass es geht, man die YouTuber oder die Talente sehr stark einbinden muss, sonst funktionieren die Formate nicht. Das haben wir auch sehr stark gelernt, auch im Rahmen von Shooters. Wenn wir normalerweise Produzenten Idee haben für ein Format, dann suchen wir jemanden, der es dann umsetzt oder wer die richtige Besetzung ist, funktioniert hier anders, sondern wirklich die Talente selbst einbinden, weil da geht es viel um Authentizität auf der Plattform, was auch zu ihnen passt und überhaupt, was sie dann auch motiviert. Man kann sehr genau beobachten, es gibt viele Formate auf YouTube mit Top-YouTubern, die Reichweiten hoch 10 haben, die trotzdem die Videos dann oder die Formate dann nur 3000 Views haben, weil die YouTuber es nicht richtig gepusht haben, anders aufgetreten sind. Das merkt man, liest man überall ab. Also ich stimme da voll zu. Es geht halt nur im gemeinsamen Austausch und halt da auch zu coachen, sowohl die Marke als auch den YouTubern zusammenzubringen. Wir finden auch langweilig, reine Placement-Videos zu machen, sondern genau spannende Brandertainment-Kampagnen zu entwickeln, die auch um die Ecke gedacht sind. Das finden wir auch spannend, woran wir arbeiten. Aber man kann jetzt nicht verleugnen, was schön gesagt, QVC, HSE reden wir nichts auch. Nichts gegen die Kollegen? Falls nein, die können sich da viel abgucken einfach, weil man hat halt dadurch, dass der jeweilige YouTuber das Talent einfach so authentisch ist, eine Zielgruppe hat, was er empfiehlt, haben wir Conversion Rates von 10-30% in dem Produktshop dann. Das ist nie da gewesen halt. Ne? Und das ist klar, dass Marken das sehen von den Zahlen und davon profitieren wollen. Und jeder YouTuber weiß ja seine Währung ist die Glaubwürdigkeit, deswegen geht jeder damit sehr vorsichtig um, aber deswegen sieht man das auch so oft in bestimmten Bereichen, weil es gerade für Markenpartner einfach hochattraktiv ist und so sehr gut funktioniert. Aber wir bauen jetzt nicht YouTuber auf und sagen nur, der ein Vermarktungspotenzial hat. Es funktioniert ja auch einfach nicht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung machen würde für Leberwurst, das würde natürlich keiner ernst nehmen. Und es schadet, wenn es gute Leberwurst ist, und es schadet natürlich eher dem Image der Marke und dir selbst. Aber warum solltest du sowas machen? Aber ich hatte ja erst eine Marke, nämlich mein Label, und bin dann YouTuberin geworden. Und anhand von Statistiken kannst du sehen, wie es halt so in meinem Online-Shop ging. Aber ich war halt nicht eklig. Ich habe meine Sachen getragen und die Leute haben selber gefragt, ey, wo hast du das her? Das finde ich geil. Und ich würde nie eine Marke bewerben, die ich scheiße finde. Ja, das ist aber auch grundsätzlich der Unterschied, ob du beispielsweise bei einer Markenkooperation jetzt, wenn wir von sowas, weil wir da gerade auch schlecht drum rumkommen oder wegkommen, ob du sowas um eine Person drumherum baust oder, was es natürlich auch auf YouTube gibt, sind komplette Formate. Ja, oder komplette Produkte, um die ein Format herum gebaut werden muss. Und das sind die Sachen, die in meinen Augen so fürchterlich sind und auch überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, das Gefährliche, oder nicht das Gefährliche ist, wenn man das aus der Marketing-Perspektive betrachtet, dann sind YouTuber quasi ein Tool. Und das ist, glaube ich, das, was euch auch so stört, weil ihr seid ja Persönlichkeiten und ihr habt ja eine Message und seid auch Künstler. Und quasi aus der Vermarktungsperspektive ist das für uns einfach ein Weg, um an unsere Leute ranzukommen. Und ich glaube, da muss man sich als YouTuber wahrscheinlich auch entscheiden, welchen Weg ich gehen möchte. Möchte ich, sage ich jetzt mal, idealisiert werden, ein Idol werden, dann kann man, glaube ich, auch sich gut ausnutzen lassen, sage ich mal. Oder möchte ich diesen Weg gehen, mich auch wirklich als Künstler darstellen? Wenn wir die Eingangsfrage oder die Überbaufrage nehmen, wie verdiene ich Geld mit YouTube, wie kann ich das als Creator zu meinem Job machen, zu meinem Vollzeitjob, und gehen aus dem Einstieg hin in eine, ich würde mal sagen, wir einigen uns alle darauf, dass man auf Persönlichkeit setzt, dass man einem Channel seinen Stempel aufdrückt und dass man entweder unter der Federführung, der Anleitung, der Hilfestellung eines Multichannel-Networks angeleitet wird und da Möglichkeiten bekommt, Multiplikatoren bekommt, die einem helfen, die Reichweite zu generieren, die man braucht, um ein attraktiver Werbepartner zu werden. Wenn wir jetzt bei der anderen Version sind, zu sagen, ich möchte es ohne MCN machen, ich möchte mich quasi, keine Ahnung, beispielsweise dem 301 Plus Freundeskreis anschließen, sagen, wie kann ich da ähnliche Erfolge generieren, wenn ich nicht von großen Netzwerken unterstützt werde? Naja, die Sache ist ja, was jetzt die Kooperation einfach untereinander angeht, dafür brauche ich in erster Linie meiner Meinung nach kein Netzwerk. Es ist natürlich ganz schön, wenn man in einen Pool reingeworfen werden kann, der dann auch verknüpft und so. Das ist natürlich auch eine Leistung, die ein Netzwerk einem stellt. Und es darf jetzt auch nicht so aufgefasst werden, als wenn ich oder partout unser Verein gegen Netzwerke wäre. Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall.
Es ist bloß, finde ich, was einfach eine Rolle spielt, ist, dass ein gewisses Umdenken stattfindet. Nämlich, dass Netzwerke sich selbst wieder mehr und auch von YouTubern verstärkt wahrgenommen werden als reine Dienstleister, als reine Kooperationspartner und Dienstleister. Mhm. Und ich finde auch, dass es ganz normal sein muss, dann wirklich darüber zu sprechen, dass man sagt, so, wenn ich mit der Dienstleistung, die ich für mein Geld bekomme, nicht zufrieden bin, dass ich dann eben entweder es alleine mache oder den Dienstleister wechsle. Die Sache ist eben nur, dass die Motivation ja eine andere ist. Bei mir oder bei vielen YouTubern ist die Motivation ja damals nicht die gewesen, Geld zu verdienen. Und wenn man mich jetzt fragt, wie verdiene ich Geld auf YouTube ohne einen Multichannel-Network, dann ist die Frage ganz einfach zu beantworten. Ja. Zeit und Geduld. Okay. Und zwar... Und Talent, Fragezeichen? Talent ist okay, sowieso, danke. Das setze ich jetzt mal voraus, wenn man sagt, ich möchte mit YouTube Geld verdienen, sollte man auch ein bisschen Talent mitbringen. Das beruhigt. Aber Zeit und Geduld spielen natürlich eine Rolle. YouTube vermarktet deine Videos ja. Du hast ja die Möglichkeit, Videos zu monetarisieren. Dafür brauchst du in erster Linie erstmal kein Multichannel-Network, das ist klar. Aber wenn ich jetzt natürlich den Gedanken habe, nach 3 Monaten panisch werde, weil ich nichts anderes habe und sage, ich verdiene kein Geld mit YouTube und ich habe immer noch nicht mehr als 500 Abonnenten, dann sollte man sich selbst und seine Motivation, warum man überhaupt Inhalte produziert, eventuell in Frage stellen. Das heißt, du würdest die These aufstellen, wenn du konsequent mit deiner Idee auf YouTube auf einem gewissen Niveau produzierst, kommt man gar nicht umhin zu wachsen. Ja, das denke ich. Würdet ihr das unterschreiben? Also ich glaube, es ist wichtig, auch viel Kooperation mit anderen YouTubern einzugehen. Ja, klar. Also genau, du musst okay. in der Community irgendwie aufgenommen werden. Okay. Oder du musst irgendwelchen Fame von vorher mitbringen. Du warst bei DSDS oder bei Topmodel oder was auch immer. Dann geht es natürlich schneller, ne? Ist es nicht ja, aber es geht ja immer, du sagst es ja gerade, es geht immer nur um, dann geht es natürlich schneller. Genau, aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, wenn du sagst, du möchtest YouTube Geld machen und deswegen fängst du den Channel an, wirst du es niemals durchhalten, weil wie er schon sagt, es ist viel zu viel Arbeit und viel zu viel Herzblut am Anfang. Spricht ja ein kleines bisschen gegen das, was du gesagt hast, Jens, dass mittlerweile YouTube durchaus als Berufsweg eingeschlagen wird und Leute kommen und sagen, ich möchte YouTuber werden. Sind das dann trotzdem alles immer Menschen, die bereits mit einer fertigen Vision kommen, so soll das aussehen, ich beschäftige mich mit dem und dem Content, das ist mein Ding, oder kommen Leute und sagen tatsächlich, hab gehört, da kann man Kohle machen. Ich sehe ganz hübsch aus. Könnte ich vielleicht mal bei euch hier vor die Kamera? Ja, das passiert eher seltener. Es gibt ein großes Interesse bei vielen, auch bei Schauspielern auf YouTube. Was kann man da machen aktiv? Mhm. Da helfen wir einfach, was man dort machen kann. Ich glaube gerade zum Punkt, weil so mit Multichannel-Networks, nun bin ich nicht repräsentativ für die Multichannel-Networks, kenne die Perspektive nur einfach sehr gut, dass man da auch von Talent zu Talent unterscheiden muss. Ne? Also manchen kann es noch was bringen, anderen weniger, das hängt von der Größe ab, das hängt auch vom, wie du sagst, von der Dienstleistung ab, da ist man mit zufrieden oder nicht. Darf beim Ganzen nicht vergessen, jetzt sowohl bei YouTube, wenn man sagt, keiner verdient da Geld, ohne YouTube gäbe es dieses ganze Ökosystem nicht. Ohne YouTube hätten die großen YouTuber überhaupt nicht dieses Auskommen jetzt, was teilweise sehr beachtlich ist. Und die wissen schon selbst, auch heute Morgen ja gehört, wo die Baustellen sind, die kennen die sehr gut. Also die arbeiten jetzt mit YouTube seit 2007 zusammen, sind weltweit der größte TV-Partner von YouTube und kennen auch, wie der Laden tickt. Also die arbeiten da schon dran, dass alle auch in diesem System leben können. Das gleiche bei Multi-Channel-Networks. Die sind einfach jetzt, darf man auch nicht vergessen, erst ein paar Jahre alt. Sind von YouTube noch initiiert worden. Jetzt ist dann wiederum so eine andere Regelung, wie man es dann unterstützt oder nicht noch von Talenten. Und klar gab es dann eine medienwirksame Konflikte, die dann ausgetragen wurden, die aber nicht repräsentativ für alle MCNs und deren Arbeit sind. Ne? Mhm. Die sind einfach auch selbst junge Unternehmen, die wachsen, die sich auch noch professionalisieren in bestimmten Bereichen, einen anderen Fokus machen, selbst sagen, wo bringe ich einen Mehrwert, machen Teams nach jeweiligen Größen der YouTuber, helfen den YouTubern jetzt auf anderen Plattformen auch eine Auswertung zu machen, nicht nur auf YouTube, weil sie wissen, auf YouTube geht es halt nicht, und werden dann eher auch zu Talentmanagern. Also das muss man halt auch differenzieren. So, jetzt gehen wir davon aus, dass wir alle an dem Punkt sind, auf YouTube verdiene ich Geld, indem ich in irgendeiner Form Werbung mache. Es gibt dieses klassische, der Clip vor dem Clip, manche kannst du wegklicken, manche nicht. Es gibt natürlich die klassischen Anzeige-Banner in den Clips selber. Ist mittlerweile auf Kundenseite so ein bisschen auch ein Umdenken festzustellen, dass man sich traut, trotz geringer Etats andere Werbewege zu gehen. Das ist eben so, wie Florian es ansprach, zu mehr Kooperation, zu mehr Markenbildung und Zusammenwachsung zwischen YouTuber und Marke wird. Also kommen immer mehr und sagen, wir möchten eine andere Form der Werbung, nicht einfach nur noch plakativ
vorher Banner, Hornbach wird super oder jeder andere Baumarkt, ne? Nicht, dass mir nachher was unterstellt wird. Geht man da neue Wege als klassischer Werbepartner? Das kommt immer drauf an, welches Unternehmen natürlich. Und wir haben zum Beispiel als großen Kunden Mediamarkt. Und Mediamarkt hat, also befindet sich ganz natürlich in dem Bereich Technik und Gadgets und Gaming. Und dann liegt das, sage ich jetzt mal, nah für den Kunden, über eine Kooperation nachzudenken, als, sage ich jetzt mal, irgendein Finanzunternehmen. Und wenn das Potenzial da ist, ich meine, wir werden jetzt nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ja, machen wir, weil da steckt sehr viel zeitliche und budgetäre Investition dahinter. Und wenn Potenzial da ist, sind die Kunden auch offen, auf jeden Fall dafür, sich auf YouTube zu etablieren. Es gibt noch einen Punkt, finde ich, der immer sehr in diesen Debatten immer wieder raussticht, ist die Frage, ob man sich an manchen Stellen entscheiden muss zwischen Inhalt und Geld. Ab und zu baut sich in diesen Gesprächen so das Fernsehbild auf. Es gibt die öffentlich-rechtlichen Inhalte, im Zweifel vielleicht etwas komplexer, natürlich finanziell nicht attraktiv oder beziehungsweise werbemäßig nicht so wahnsinnig attraktiv. Dann gibt es vielleicht eher so das Privatfernsehangebot mit Werbung leichter zu bestücken. Wird man auf lange Sicht da eine größere Schere aufmachen müssen zwischen finanziell erfolgreichen Formaten und inhaltlich anspruchsvollen, oder geht der Trend dahin, dass man sagt, man kriegt es zusammengeführt? Also man geht weg von, guck mal hier, der tolle Mascara und mein toller Kurzfilm, der super aussieht und das eine bringt nichts und das andere bringt viel, und führt das irgendwo hin zusammen, wo Inhalt und Ertrag sich ungefähr auf einem Level befinden? Also ich finde das per se jetzt keinen Widerspruch. Das hieß ja, dass öffentlich-rechtliche Inhalte Weltklasse-Inhalte sind und Privatfernsehinhalte alle irgendwie kommerziell korrumpiert. Habe ich so niemals gesagt. Da gibt es ja großartige Inhalte. Also für mich ist das generell kein Widerspruch. Man sieht jetzt, wie Jugendkanal aktiv wird in dem Medium. Andere Partner werden noch bestimmt diverse Sachen jetzt verkünden und sich zunehmend einfach auch der Zielgruppe und auf anderen Plattformen dann öffnen. Und wir haben so wie im Fernsehen bei RTL Anfang der 80er, wenn man sich da Tutti Frutti Show und was da alles gab anguckt, die Qualität vom Fernsehen, da ist YouTube jetzt auch noch, ne? Also es ist so, man sieht sehr tolle Inhalte, man muss sie halt nur finden und da ist einfach noch viel Potenzial. Wir sehen das immer in Amerika, wenn wir über Professionalisierung reden, wo wir über einen Konzern auch an Beteiligung an MCNs haben und viel mit YouTubern in Kontakt, da gehen sie es halt komplett als Beruf an. Da wird man YouTuber als Beruf. Und hier ist bei vielen noch, wie gesagt, da ist man YouTuber oder Star geworden. Das werden selbst die Beauty-Clips mit hochauflösenden Kameras produziert im größten Pimpano, wo wir sagen, ist gar nicht notwendig, aber das ist da ganz anders. Da ist vor allen Dingen der versteht den Markt viel besser. Also die werbetreibende Industrie weiß, was YouTube ist, kennt auch die anderen Plattformen, weiß, wie man darauf werben kann. Und hier sind wir einfach nur so zwei, drei erzählen, wo wir erstmal allen erzählen müssen, was YouTube kann und die anderen Plattformen und was man da machen kann. Das ist halt, das gehört genau dazu. Also Professionalisierung gehört dazu für uns. Professionalisierung der MCNs, der YouTuber, der Werbepartner, der Produzenten, also der ganzen Wertschöpfungskette, sich da breiter aufzustellen. Wie finde ich denn als YouTuber meine Werbepartner? Kommen die auf mich zu? Ich habe quasi es nicht in der Hand, ich produziere mich und gucke, wer Bock hat auf mich und mit mir. Also viele kommen wirklich auf einen zu und schreiben einen Mails. Manche sind dumm, manche sind okay. Und, wie im echten Leben. Genau, wie im echten Leben. Man kriegt gute Jobs, man kriegt schlechte Jobs, ne? Aber du kannst natürlich als YouTuber auch eine Marke anschreiben, die dir gefällt. Oder du schreibst ein Konzept und sagst, hey, ich habe eine coole Idee, hättet ihr Bock darauf? Mhm. Das geht auch. Habt ihr als Agentur einen Pool aus Leuten, mit denen ihr kooperiert, unabhängig von Anfragen, wo ihr sagt, wir entwickeln auch mit YouTubern gemeinsam Möglichkeiten, die wir Kunden anbieten? Also seid ihr da quasi proaktiv unterwegs? Auf jeden Fall, das ist Teil von Influencer-Management, weil YouTuber sind ja quasi, wenn man das auch zusammenfasst, sind Influencer, so wie auch Blogger. Und wir führen schon quasi auch Listen, wer für welchen Kunden in Frage kommen würde. Natürlich anhand der Themen, was die machen, und anhand der Reichweite und anhand von welche Art von Kooperation wir mit denen starten können.
Das birgt natürlich viele Möglichkeiten. Die Kooperation mit Werbepartnern birgt finanzielle Möglichkeiten, birgt Reichweitevergrößerung und so weiter, birgt aber natürlich auch Risiken, beziehungsweise birgt es Risiken, Florian? Auf YouTube ist es tatsächlich so, dass man sich als YouTuber, gerade als YouTuber, der schon ein bisschen länger dabei ist, glaube, läuft man noch ein bisschen anders Gefahr, dass man sich sehr schnell seinen Kanal, sein Image, seine Kredibilität komplett zerschießen kann, wenn man nicht doch sehr fein einfach aussiebt, welche Kooperation denn überhaupt irgendwie in Frage kommt. Also ich sehe das bei mir zum Beispiel, ich habe ja zwei größere Hauptkanäle einfach, meinen eigenen Kanal, bei dem Kooperationen mit Werbepartnern wirklich sehr schwer sind oder beziehungsweise anders formuliert, bei denen ich mich mit Kooperationen mit Werbepartnern sehr schwer tue, einfach weil ich da zu sehr, beziehungsweise ich tue mich wahnsinnig schwer damit zu sagen, ja, das wäre jetzt eine Kooperation oder ein Product Placement wert oder irgendwas, weil das bei meinem Hauptformat einfach wirklich schwierig ist. Anders ist es beispielsweise im Gaming-Bereich. Im Gaming-Bereich ist es tatsächlich um einiges einfacher zu kooperieren, weil da sind die Leute auch wirklich, muss man sagen, weiter. Da sind die Werbekunden oder Werbepartner einfach weiter, die dann sagen, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr in irgendeiner Art von Format irgendwie das unterbringen könnt, dann funktioniert das besser. Und das sind auch völlig unterschiedliche Communities von Genre zu Genre, die man auf YouTube tatsächlich noch differenzieren muss. Während beispielsweise einfach nur ein gut gemachter Kurzfilm wie jede amerikanische Serie mit einem Product Placement funktionieren kann, wenn ich zum Beispiel bei Two and a Half Men in jeder Folge Wernesgrüner auf dem Tisch zu stehen habe, stört mich das als Zuschauer in keinster Art und Weise, weil das auf eine Art und Weise eingebunden ist, die ich nicht als penetrant oder als Werbung empfinde. Und so kann das natürlich auch auf YouTube funktionieren. Anders ist es im Gaming-Bereich, wo die Leute viel toleranter gegenüber sind, von wegen diese Sendung oder diese Folge ist unterstützt durch oder wir besuchen den und den Publisher oder irgendwas. Das sind wirklich unfassbar komplexe Welten, wenn man sich die verschiedenen Genres auf YouTube anguckt und wie da auch die dementsprechenden Kooperationspartner damit umgehen. Die tatsächlich bestehenden Möglichkeiten bereits jetzt, Werbung einzubinden auf eine Art, die eben nicht über den klassischen Banner und den klassischen Clip funktioniert. Branded Entertainment, also ganze Sendungen unter Sponsoring stellen, Product Placement. Was sind, Jens, aus eurer Erfahrung so die Neuerscheinungen, bereits bestehenden Erscheinungen, die sowohl von der Community großartig akzeptiert werden, als auch vom Creator selber bevorzugt werden? Also ich als YouTuber komme und sage, ich kann mir gut vorstellen, Branded Entertainment. Ich mache für Sennheiser eine Werbung, in der ich Leute mit Sennheiser-Interviews im Mikrofon interviewe. Ist das die Art, wie man jetzt Werbung machen wird in Zukunft oder geht es schon weiter darüber hinaus? Oh, gute Frage. Ich guck mal, ob ich die richtig verstanden habe. Ist ein bisschen komplex. Ja. Nein, aber ich glaube generell dazu, was wir beobachten, ist sehr viel, es gibt sehr viele Parallelen auch zur tradierten TV-Welt. Mhm. Ja, also es ist wirklich, was Werbeform, Umsetzung und, gibt, ist es eigentlich sehr ähnlich. Es gibt den 30-Sekünder nicht, aber wir gucken den 30-Sekünder auch nur an, wenn er eine gute Geschichte erzählt und spannend ist. Mhm. Ja. Das Gleiche ist für eine Werbeform Bewegtbild jetzt auf YouTube. Es gibt jetzt nicht das, wo wir sagen, wir suchen jetzt Testimonials oder so funktionieren die. Es ne? ist auch immer eine Frage, aus welcher Sicht geben wir das an. Und jetzt aus YouTuber-Sicht Geld verdienen, muss man einfach man selbst sein, relevant sein, seine Community aufbauen, möglichst groß, Relevanz haben und das ist der Marktwert. So. Und dann kann man sagen, ich habe jetzt Lust für Sennheiser was zu machen und kann dann zu jemandem gehen, na, ich mache für euch eine Kampagne und habe einen Partner, das ist spannend, dann kann das für diejenigen funktionieren und die Werbeagentur. Wenn ich jetzt aus Fremantle oder Produktionssicht sehe, ist das für uns kein Geschäft. Wir investieren hier siebenstellige Beträge einfach, um diesen Markt zu verstehen, präsent zu sein und irgendwie den mitzugestalten. Und wenn es um Werbung geht, ist es für uns viel spannender, halt ein Portal aufzubauen oder ein Vertical, was eine Marke ist, wie Munchies mit Weiß, ist jetzt nicht auch auf YouTube, aber was dann auch da steht mit Premium-Inhalten, wo dann auch natürlich Markenpartner Werbung schalten, weil sie Zielgruppe erreichen wollen, aber wo wir dann auch einen inhaltlichen Ansatz haben, wo wir die Formate ins TV lizenzieren können oder auf andere Plattformen. Wenn ihr aus eurer Sicht guckt, verdient ihr, funktioniert ihr quasi als so eine Art
Nee, wobei, nee, Agentur nicht. Aber verdient ihr Geld mit den Künstlern an sich? Also sagt ihr, ihr nehmt euch die, oder die Leute kommen zu euch und ihr baut, ihr kreiert mit denen eine Marke, die monetarisiert man, dadurch verdient man Geld. Gibt es den Moment, an dem man das dann, wir haben es im Vorgespräch vorhin kurz angesprochen, aus so einem Talentbereich in den professionellen Bereich zieht und sagt, okay, wie entwickeln wir weiter? Oder lasst ihr irgendwann Talente auch los und sagt, hey, super, wir haben gemeinsam was geschaffen, hier geht es für uns nicht weiter und die machen alleine oder mit einem anderen Netzwerk weiter? Ja, also jetzt erstmal aus Studiosicht, jetzt vom Ufa-Lab, da arbeiten wir mit allen YouTubern zusammen und da hat man eine kreative Partnerschaft und die kann auch mal wieder eine Pause einlegen oder weitergehen. Das hängt einfach auch, wenn ein Projekt gerade spannend ist für beide oder was der eine gerade machen möchte. Aber wir verdienen da jetzt kein Geld als Studio. Es ist tatsächlich so, wir können Geld verdienen, wenn wir eine Auftragsproduktion haben. Das sind aber Beträge, die für uns nicht relevant sind und verdienen da jetzt noch kein Geld. Was anderes als eine Agentur, das, was ich meinte, wir investieren eher in Talente und in Inhalte, um in 2-3 Jahren Geld zu verdienen. Multi-Channel-Networks ist anders, was wir nicht sind, aber die wiederum haben einfach bieten, wie du sagst, eine klare Dienstleistung, helfen halt Reichweite aufzubauen, haben auch super für jede Größe super Tools, um jemanden zu professionalisieren, größer zu werden und sind dann Marketer und Talentmanager und die verdienen dann an der Provision dann Geld. Wenn wir jetzt, um so ein bisschen so ein Resümee ziehen zu können, mal abschließend drauf gucken und sagen, wir haben alle einen ganz guten Überblick darüber, wie die Situation in Deutschland ist. Wie sieht der Werbemarkt für YouTuber aus? Wir haben jetzt gerade auch bei dir jemand, der auch den internationalen Blick hat. Ihr seid europaweit, weltweit aufgestellt. Die Aussicht, also das, was beispielsweise in den USA jetzt schon State of the Art ist. Wo geht's hin? Wo sollte es hingehen? Das deutsche YouTube und wie man damit Geld verdient im Ausblick auf die nächsten 5 Jahre. Was würde dem Ganzen super gut tun? Wenn wir es mal ganz kurz und knapp zusammenreißen. Also für Deutschland würde es, glaube ich, YouTube gut tun oder der ganzen Branche, wenn nicht alle sagen, YouTube sind nur Katzenvideos und Freaks, die irgendwie nicht am Set erscheinen, weggehen und Blödsinn labern. Das sollte nicht so sein. Das ist leider eine weit verbreitete Meinung und zeigt auch, wie wenig Leute sich wirklich mit der Plattform und den Talenten auseinandersetzen. Dann ist wichtig eine Professionalisierung von allen, die da mitspielen und ihren Platz und Mehrwert finden in der Wertschöpfungskette. Und wir, was wir jetzt spannend finden, ist einfach wirklich andere Inhalte zu produzieren, die der YouTuber selbst nicht alleine produzieren kann. Das geht dann wirklich Richtung fiktionale Formate und aufwendigere Formate, Showformate. Das finden wir halt spannend. Ist das auch was ihr als aus YouTuber-Sicht spannend findet, zu sagen, in die Richtung so weiter zu gehen? Ich wollte tatsächlich gerade noch mal anmerken, dass wir über den Punkt Katzenvideos ja schon lange hinaus sind. Wir sind jetzt halt leider beim Punkt völlig inhaltslose Produktplatzierungsvideos angekommen, was ja irgendwie in den letzten Monaten immer mal wieder aufgetaucht ist. Ich finde, was du sagst, da bin ich voll bei dir, dass man fiktive Inhalte schaffen für YouTube, ist halt der absolute, das ist auch so mein Traum, dass das irgendwann wirklich größer wird. In den USA gibt es dazu grandiose Beispiele, wie jetzt beispielsweise, falls jemand ein Beispiel braucht, Video Game High School oder auch die Jungs von Nighthawk und so, die halt wirklich komplette Serien machen, 1 bis 2 Mal wöchentlich, 20 bis 35 Minuten Länge eine Folge. Sowas fehlt immer noch in YouTube Deutschland. Das hoffe ich, dass sich das sehr weiterentwickelt. Und ich hoffe auch einfach, dass YouTube mit dem mit uns mitwachsenden Alter der Zuschauer und Abonnenten und Konsumenten von mir aus auch, dass sich das wieder verstärkt in Richtung, ich nenne es tatsächlich mal Richtung Inhalte wieder entwickelt. Oder beziehungsweise sich einfach Gesellschaften entwickeln, die sagen, okay, ich bin 13 Jahre, mir reicht diese und diese Art der Unterhaltung oder eben Leute, die ganz klar sagen, ich suche bestimmte oder weiß von bestimmten anderen Sachen, dass Leute halt nicht irgendwie YouTube immer so sehr über einen Kamm scheren, sondern sich wirklich angucken, was es da für teilweise großartige Sachen gibt. Melissa, glaubst du, dass sich in den nächsten Jahren eben durch dieses momentane Überangebot an Produktplatzierungsvideos und Creme hin und her, Wedeln Mädels, sich
wie bei allem man immer hofft, der Inhalt durchsetzt, der gute Inhalt über die Jahre zu einer Art Filter wird und in 5 Jahren der allgemeine Content, der auf YouTube bereitgestellt wird, hochwertiger ist, egal in welcher Form, als er das jetzt ist? Naja, also wir sehen ja das Fernsehen und da würde ich jetzt nicht sagen, dass der hochwertige Content sich durchgesetzt hat. Ach. Danke. Ich glaube, YouTube Deutschland ist in der Pubertät und ich hoffe, YouTube Deutschland wächst da ein bisschen raus und wird ein bisschen erwachsener, aber ich glaube nach wie vor, die Teenies mögen das einfach und die konsumieren nun mal im Moment das meiste. Mhm. Und was die mögen, wird halt immer in sein. Ist halt einfach wobei so, weil die... Wobei ich mir auch oft die Frage stelle, ob man wirklich sagen kann, dass man nicht einfach jedem alles erlauben soll. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm beispielsweise, es kam vielleicht so ein bisschen so rüber, wenn sich Leute solche Videos anschauen. Die Machart der Videos ist jetzt vielleicht ein anderer streitbarer Punkt, der hier bestimmt einen Rahmen sprengt. Aber ich finde halt an YouTube auch so schön, es ist ja nicht zuletzt ein soziales Netzwerk. Und es bietet halt wirklich Inhalte für jeden. Man muss sie bloß manchmal an der Startseite vorbei für sich finden. Mhm. Aber wo du gerade sagst, Fernsehen, auch da muss ich sagen, ich gucke halt kein Fernsehen. Ich bin halt der große Video-on-Demand-Mensch. Und da sieht man tatsächlich, dass eben die Qualität da enorm gestiegen ist auch. Also ich bin halt großer Serienfan und was da zurzeit los ist, hatte man jahrelang nicht so ein riesiges Angebot an fantastischen fiktiven Serien. Aber es ist auch nicht Deutschland. Gut, okay, dass Deutschland das nicht so richtig drauf hat, aber das kommt noch. Aber es sind ja alles Fernsehinhalte. Ja. Kleine Randnotiz. Jetzt abschließend aus der Werbersicht, aus der in die Entwicklung hinein, was skizzierst du da? Werden Etats wachsen, die momentan noch überschaubar sind? Was ist da so die Gangart? Verändert sich die Art der Werbung auf YouTube in den nächsten 5 Jahren? Jetzt kommst du. Also ich glaube, unabhängig von dem Kanal YouTube wird Markenkommunikation in Zukunft emotionale und menschliche sein wie nie zuvor. Und dafür bietet sich der Kanal einfach sehr gut. Und was man nicht vergessen sollte, finde ich, ist, wir reden immer über die Leute, die dann Beauty-Tipps geben und sich schminken vor der Kamera. Aber man muss auch verstehen, warum Leute sich denn das anschauen. Es ist ja nicht ohne Grund erfolgreich. Und ich glaube einfach, dass auch YouTube in der Popkultur ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil ist in unserer Gesellschaft, weil das einfach auch, wenn wir sagen, da sind sehr viele junge Menschen, irgendwo eine Vorbildfunktion hat. Und ich glaube, wenn sich YouTube Deutschland ein bisschen öffnet oder wenn das vom Gefühl her ein bisschen weniger negativ behaftet ist, wie, sage ich mal, jetzt ein Okay, hat das auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Nur mal so eine Geschichte am Rande. Zoella und Alfie Danes, das sind 2 Top-Blogger in UK. Und die wurden vor ein paar Wochen auserkoren in London als neue Madame Tussauds Wachsfiguren. Mhm. Oh. Und einfach nur sich das einmal vorzustellen, wer als Wachsfigur in Madame Tussauds steht, das sind wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Sport und quasi YouTuber oder Blogger, das bedeutet schon was. Also ich hoffe einfach, dass sich das in Deutschland auch ein bisschen in die Richtung entwickelt und man offener ist, mit dem Thema umzugehen und nicht immer diesen negativen Touch immer so ein bisschen spürt. Dieser negative Touch, fühlt man den als YouTuber selber? Habt ihr zu Beginn und auch jetzt noch zu kämpfen, gerade auch wenn man vielleicht sich hinstellt und eine Werbekampagne macht, macht man sich da angreifbar oder hast du das im Vorfeld in deinem Fall irgendwie so austaktiert, dass es tatsächlich gut aufgegangen ist und dass niemand kommt und dafür mit dem Finger auf dich zeigt im Sinne von, der macht doch jetzt auch nur noch Kohle? Also es wäre jetzt gelogen zu sagen, dass ich nicht schweinenervös war vorher. Aber ich muss sagen, ich habe das halt so weit durchgeboxt und man war mir gegenüber auch so weit offen und dass man halt sich von Anfang an gemeinsam hingesetzt hat, was die Konzeption angeht, den Umgang damit und auch den Umgang im Nachhinein. Und ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr zufrieden, wie es im Nachhinein auch tatsächlich gelaufen ist. Ich habe auch unfassbar positives Feedback aus der Community bekommen, was mein eigenes Video danach nochmal zu dem Thema anging. Und das ist halt auch so eine Art der Kooperation, wie sie in meinen Augen super funktioniert hat und auch für mich sehr gut einfach funktioniert hat.
Wie war die Frage nochmal? Nee, die Hälfte hast du schon beantwortet. Ja, die war ob, noch ob was. Ob das für dich funktioniert hat oder ob du hinterher tatsächlich auch mit Leuten zu kämpfen hattest, die kamen und gesagt haben, ey Florian, das ist ja total Quatsch. Nee, eigentlich, achso, warte mal, nee, da war noch was anderes in deiner Frage. Nee, also das eigentlich nicht, weil da... Es sind immer so viele diese Fragen, die sind immer so wahnsinnig lang und alles. Bin ich total komplex. Begeistert, dass ihr denen folgen könnt. Unendlich komplex, nee. Aber weil du auch fragtest, ob, wie die Leute darauf reagieren, wenn man halt sagt, man macht Videos auf YouTube. Eigentlich muss man es meistens immer noch einfach nur erklären. Die Leute verstehen es nicht so recht. Und wenn man dann allerdings einfach sagt, ich mache Fernsehen im Internet, man muss es einfach anders mit anderen Worten ausschmücken. Gerade wenn man das jemandem erklären möchte, der vielleicht über 50 ist, funktioniert halt, ich mache Videos im Internet überhaupt nicht als Erklärung. Was tut man eigentlich? Ja, wobei die denken dann ganz schlimme Sachen. Ich kenne diese Videos im Internet. Nee, eigentlich, wie gesagt, klar, man hätte bestimmt damit zu kämpfen, wenn es komplette Scheiße gewesen wäre. Mhm. Deswegen sagte ich vorhin, man kann sich damit auch sehr schnell alles zerschießen, wofür man zum Teil jahrelang gearbeitet hat. Aber, was ich auch schon gesagt habe, da kommt es natürlich auch auf den Partner, mit dem man sowas zusammen ausarbeitet, an, inwieweit er denn dem YouTuber vertraut und ihn involvieren möchte in die Entstehungsgeschichte so einer Kampagne. Jens, auch da wieder irgendwie der Blick rüber auf die verrückten Amerikaner, die immer viel schneller sind in allem als wir. Ist die Form der Wahrnehmung von YouTube da drüben, auch in der Fernsehwelt, auch in der Filmwelt, auch in der Werbewelt, weil sie so anders ist, für uns überhaupt erreichbar? Können wir es schaffen oder kann man es schaffen, dass YouTube in Deutschland eine Bedeutung bekommt, wie es in den USA bereits hat? Oder sind wir davon noch 3 Jahre entfernt? Meilen. 3 Jahre, sagst du? Ich würde sagen, es dauert noch 2, 3, vielleicht 4 Jahre, bis man einen ähnlichen Status auch hier in Deutschland hat. Also dass Firmen bereits in den USA sind ja Firmen dafür bekannt, irgendwann einfach YouTuber aufzukaufen, sei es Discovery, die einfach Philip DeFranco, also DeFranco Inc. mit SourceFed für $55 Millionen aufgekauft haben und ihm der Kanal trotzdem noch für 8 Jahre irgendwie gehört und er dafür noch im Vorstand plötzlich bei Discovery Online sitzt und so. Das sind Deals, von denen rede ich jetzt nicht in den nächsten 4 Jahren. Okay. Aber dass solche Angebote, was Übernahme von Kanälen und so existieren in Deutschland auch schon. Und ich denke, das wird sich exponentiell hochschaukeln in den nächsten Jahren, dass das einen unglaublichen Wert haben wird irgendwann in der Medienlandschaft. Ja, wir können das schaffen. Was sagst du, wenn Nein, das ist so, wie ich vorhin sagte, wir sind 2, 3 Jahre, ist der amerikanische Markt voraus und es hängt wirklich davon ab, von der Bereitschaft aller in dem Markt hier sich zu professionalisieren und das wirklich zum Markt entstehen zu lassen. Davon hängt viel ab. Und drüben ist einfach drüben. Also in Amerika viel Standard auch im TV, in Produktion, YouTuber einzubinden, Kinofilme zu produzieren, all das, wofür wir antreten, wofür wir auch Spaß haben, weswegen für uns das so interessant ist. Und es hängt wirklich auch von allen im Markt ab, ob wir da, wie schnell wir da hinkommen. Ich würde an dieser Stelle, falls es Fragen im Raum gibt, mal ganz kurz um so 2, 3 Handzeichen bitten, wenn der ein oder andere doch was wissen möchte, weil dann würde ich die Runde kurz aufmachen und den ein oder anderen zu Wort kommen lassen, weil ansonsten meckert hinterher irgendjemand, dass total wichtige Sachen nicht gesagt worden sind. Also an dieser Stelle schon mal vielen Dank und wer immer als erstes die Hand weit oben hat, es gibt wahrscheinlich ein Mikrofon, hoffentlich. Ach, guck mal, hier, der junge Mann in der 3. Reihe. Einfach raus. Ja, Leute, ich hätte eine Frage, wenn du jetzt jungen Leuten was mitgeben könntest, wo du sagst, ich habe mit Sicherheit mal Fehler gemacht und wenn ich eins vermeiden könnte, dann wäre es XY. Bezogen auf YouTube jetzt, ne? Eigentlich eher so privat. Nicht andere jungen Sünden, ja. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, andererseits sage ich ja, aus Fehlern lernt man. Ne? Trotzdem würde ich sagen, wenn ich auf YouTube bin und ich zurückblicke auf das Thema Multi-Channel-Networks, dann sollte man sich sehr im Klaren darüber sein, dass man Verträge, also YouTube ist ein reines Vertragswirrwarr und da sollte man wirklich dahin gehen und nicht so naiv sein zu denken, dass man selbst oder im Zweifelsfalle bei jüngeren Eltern in der Lage wären, dieses Vertragswirrwarr in irgendeiner Art und Weise zu entschlüsseln. Das muss
gescreent werden, das muss besprochen werden. So ein Vertrag wird nicht in 30 Minuten irgendwo unterschrieben und so ein Vertrag darf auch einfach keine 2 oder 3 Jahre binden. Ich glaube, da hinten war noch eine Frage. Genau, da. Ja, YouTuber sind ja auch sehr aktiv und erfolgreich auf Facebook und Twitter und so weiter. Welche Rolle spielen diese Kanäle und wie wichtig ist das für den Erfolg? Facebook ist noch eine sehr hohe Zahl, die absolut keine Relevanz mehr hat, weil ich nicht gewillt bin, $6,800 zu bezahlen, damit mein Beitrag von mindestens 70% meiner Follower gelesen wird. Ja. Facebook verliert, für mich persönlich kann ich jetzt sprechen, auch immer mehr an Relevanz. Das ist für mich auch gar kein Kommunikationsmedium mehr mit Leuten, sondern nur noch ein reines Hallo, mein Video ist online. Verteilungsding, wo dann irgendwie, wenn ich Glück habe, 15-20% meiner Follower das tatsächlich auch angezeigt bekommen. Twitter wiederum ist in meinen Augen ein absolut großartiger Weg, mit Menschen in Kontakt zu treten, dementsprechend darüber auch nochmal Dinge zu verteilen und einfach wirklich auch zu reagieren und zu agieren, was jetzt so irgendwie Feedback angeht und so weiter und so fort. Ich mag halt Twitter einfach 1000 Mal lieber als Facebook. Und obwohl es zu Facebook gehört, ist auch Instagram immer noch, bei Facebook muss man sagen, immer noch ein sehr, sehr guter Weg, um irgendwie sich mit seiner Community in irgendeiner Art und Weise zu vernetzen. Das ist wahrscheinlich auch gerade unter Modebloggern ist Instagram natürlich auch eine ganz schöne Hausnummer, oder? Ja, es ist halt je nachdem, was du machst. Ne? Wenn du ein sehr visueller Mensch bist und was Visuelles produzierst, dann ist Instagram natürlich der Knaller. Ich liebe Instagram hier, guck das. Wenn man nicht nur sein Essen fotografieren kann. Und für mich ist Facebook auch mehr oder weniger tot. Mhm. Also da ist auch die wenigste Followerschaft, die ich habe. Und 20% der Menschen sehen den Beitrag und sonst soll ich bezahlen für eine Menge, die ich generiert habe, finde ich eine Frechheit persönlich. Genau, und ich bin großer Twitter-Fan, großer Instagram-Fan. Also damit man das nicht mehr pauschalisiert, wie in den Medien, wie es immer heißt, Facebook ist tot und alle sind auf Instagram. Also man muss schon darauf achten, mit wem möchte ich reden. Also es ist jetzt nicht so, dass alle plötzlich auf Snapchat laufen. Und Facebook hat auf jeden Fall noch seine Berechtigung als Kanal, vor allem zum Thema Reichweite. Aber wie gesagt, es ist wieder die Frage, wer bin ich und was möchte ich wo kommunizieren? Ich kann ja Dinge kommunizieren, aber was habe ich davon, wenn es keiner liest? Richtig, dann musst du, genau, das meinte ich, zu wissen, wo meine Zuschauer sind. Ja, es macht ja keinen Sinn. Was habe ich davon, wenn ich etwas schreibe oder ein Bild poste und auch ein Zuschauer es nicht sieht? Gut, du sagst, es macht keinen Sinn, aber wenn man sich anschaut, wie deine Zuschauer gestrickt sind, kann man vielleicht darauf schlussfolgern, dass sie vielleicht nicht auf Facebook sind. Das lässt sich aber nicht verallgemeinern für Markenunternehmen. Das wahrscheinlich nicht, aber das sehe ich ja auch immer bei Marken und Unternehmen rechts an der Seite, dass die dafür bezahlen, dass ihre Beiträge eben zu sehen sind. Richtig. Das ist dann wieder die große Frage darüber, wie viel bin ich bereit zu investieren, wenn es um eine Menge an Menschen geht, die ich selbst generiert habe. Ja, das ist aber ein Unterschied, ob ich eine Marke bin, die ohnehin dafür bezahlt, dass Leute das eben sehen wollen, weil es eben Werbung ist. Absolut. Oder ob ich einfach selber eine Unmenge an Menschen beispielsweise auf einer Plattform um mich herum versammelt habe und dann im Nachhinein von einer Firma gezwungen werde, für das, was ich da irgendwie aufgebaut und hingezogen habe, dann auch noch dafür zu bezahlen. Macht Sinn. Also für die Arbeit, die ich auch für Facebook auf irgendeine Art und Weise geleistet habe, das habe ich noch nie verstanden. Also wir sehen Riesenpotenzial in Facebook noch. Ich glaube, das wird sich auch, sind auch so Anfangsschwierigkeiten oder Themen, die sich, denke ich, auch schnell aussortieren werden. Wir haben die Kollegen auch früh getroffen. Ich glaube, da wird noch viel kommen und sowas sehen die ja auch und werden das beheben. Das wird, glaube ich, auch nicht langfristig sein. Also Facebook, glauben wir, hat sehr starkes Potenzial. Und wie er sagt, ne, man muss jeder sagen, für welche Plattform für das jeweilige Talent eine Relevanz hat. Ne? Ob es jetzt Snapchat oder Vine und andere noch sind, aber das hängt bei jedem Talent einzeln ab. Gibt es noch hier vorne? Genau. An Flo eine Frage. Also erstmal brauche ich nachher ein Autogramm von dir für meine Tochter. Die hat mir die ganze Zeit über WhatsApp gepostet. Ich soll das ja nicht vergessen. Also bitte. Ja, du. Bravo, ja. Ein kleines Feedback für dich. Ich habe 3 Kids und die hassen Nachrichten, Tagesschau. Finden die oberätzend. Deine Nachrichten gucken die total gerne, weil sie die verstehen.
Siehst du da eine Chance, das so hinzubekommen, dass das eines Tages wirklich auch eine Reichweite erreicht wie die Tagesschau? Also denkst du, dass das in die Richtung gehen wird über YouTube, dass YouTube die Plattform ist, die das ermöglicht? Ja, ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die finde ich unglaublich schwer zu beantworten, einfach weil völlig unterschiedliche Zielgruppen und völlig unterschiedliche Leute angesprochen werden, was ihr Anspruch eigentlich daran ist. Möchte ich den reinen Informationsgehalt haben oder möchte ich eine reine 15 Minuten Informationen konsumieren oder was auch immer? Oder gehört es einfach für mich dazu? Dann ist natürlich so eine Tagesschau immer noch Anlaufpunkt Nummer eins, gerade für, was weiß ich, Generation Ü50 garantiert. Also jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass mein Format ja anders funktioniert. Bei mir geht es ja darum, dass plötzlich Leute, denen immer vorgeworfen wird, die Jugend sei so wahnsinnig politisch desinteressiert und überhaupt nicht mehr an irgendwas, für irgendwas zu begeistern oder würde überhaupt noch sich mit irgendeinem ernsten Thema auseinandersetzen. Dann ist es einfach so, dass ich gemerkt habe, an mir selber in erster Linie, weshalb ich damit angefangen habe, dass die Leute einfach wahnsinnig übersättigt vom reinen Konsum sind, zu dem sie nicht die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Und wenn sie dann aber plötzlich merken, es wird ein Forum geschaffen und es findet ein Austausch statt und jemand sagt etwas oder sie lesen etwas und sind nicht derselben Meinung, können aber komplett frei ihre Meinung plötzlich dazu vertreten und das Ganze dann noch nach außen führen, dass ich dann beispielsweise von Eltern mir schon habe sagen lassen, dass plötzlich Kinder abends am Essenstisch anfangen, über politische Sachverhalte zu diskutieren und den Leuten das Essen aus dem Gesicht fällt, dann glaube ich, hat man doch schon irgendwo einen Punkt erreicht, wo man sagt, dass es doch irgendwo anders als die Tagesschau natürlich, aber es hat auf jeden Fall auch seine gewisse Relevanz, gerade eben für eine Zielgruppe, der immer wieder gesagt wird, sie sei desinteressiert. Und da kann ich halt sagen, das sehe ich an meinen tausenden Kommentaren täglich, dass das absolut nicht der Fall ist. Plus es geht vielleicht auch einen Schritt weiter zu sagen, es ist nicht der reine journalistische Informationsgehalt, sondern es ist der Schritt danach. Man entwickelt eine Haltung dazu und man kommentiert es, erfüllt natürlich eine andere Funktion. Ja, absolut. Deswegen sage ich, es sind einfach zwei unterschiedliche Zielgruppen, die man damit anspricht. Aber das ist auch die Vision, das Spannende, weswegen wir da aktiv sind, weil für uns ist YouTube wie ein Sender, der eine eigene Zielgruppe hat, die wir in klassischen TV-Sendern nicht mehr erreichen. Und das sind genau die Talente und Vermittlung von Inhalten, wie man diese Zielgruppe noch erreicht. Wir haben das mit auch im Talent mit Tens and Forms, ein Format, wo wir auch politische und andere Inhalte einfach vermitteln und mal zielgruppengerecht aufbereiten. Wir haben Kanal Tens Makes Sense und das sind genau die Inhalte und glauben wir, wo das Potenzial liegt. Und wenn wir von Professionalisierung sprechen, wie wir genau daraus langlaufende Formate machen können mit allem drum und dran. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, ich finde Melissas Satz absolut zitierfähig und es ist schon das zweite Mal, dass ich im Rahmen dieser Veranstaltung das Wort Pubertät höre, wenn es um die Entwicklungsstufe geht, in der man sich gerade befindet. In diesem Fall befindet sich YouTube in der Pubertät. Hoffen wir, dass es in der Adoleszenz ohne Aknenarben davonkommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank an die Diskutanten vor Ort und einen schönen Tag noch.